Guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Grisha Yeti und heute ist wieder NHL 23 angesagt. EHC Biel Carrera ist angesagt. Wir haben wieder 5 Matches und ich muss sagen, die Matches heute, ja, zum Kotzen, aber auch geil. Es lohnt sich einfach, das reinzuziehen, weil nur dann, wenn du das ganze Video reinziehst, dann kriegst du auch die volle Packung Unterhaltung. Und wenn du das Ganze möchtest supporten, meinen Kanal möchtest supporten, dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video und unbedingt kommentieren. Wir müssen mehr Comments unter den Videos haben, damit auch die Videos von YouTube registriert werden und vielleicht somit auch noch andere mitkriegen, dass es die Videos gibt. Denn wenn es dir gefällt, könnte es auch noch anderen gefallen. Also teile doch das Video auf allen möglichen Social Media Kanälen und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Video. Wir sind aktuell auf dem 3. Platz mit 51 Punkten. 2 Punkte hinter Servette und 4 Punkte hinter Lugano. Und Lugano hat sogar noch 2 Spiele weniger. Und unten dran sind auch noch Teams, die näher dran sind mit weniger Spielen. Also der 3. Platz. An sich sind wir ein bisschen weiter drinnen, wenn wir die Minusspiele dazu nehmen. Aber trotzdem sind wir gut dran. Und wie gut wir am Schluss von dieser Folge dran sind, das wirst du nur erfahren, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Und wir starten jetzt aber gerade mal direkt rein. Und starten tun wir mit dem Matchspiel gegen Rappi, wo wir werden simulieren. Und wir kennen es, der Gegner führt natürlich nach dem ersten Drittel mit weniger Schüssen. Wir konnten ausgleichen, sehr schön, aber am Schluss mit einem Schuss weniger verlieren wir das Auftaktspiel von dieser Erfolg. Vielleicht haben wir ja beim Match gegen den Z ein bisschen bessere Chancen, zum den Sieg zu holen. Nach dem ersten Drittel sind die Chancen immer noch für beide Teams genau gleich. Jawohl, wir führen mit 2-1 nach 2 Drittel, das ist eine super Sache. Und noch besser ist, dass wir am Schluss den Match für uns können entscheiden mit 3-1. Jawohl! Dann hoffen wir, dass wir den Schwung vom Sieg gegen den Z können mitnehmen gegen den nächsten Gegner, und zwar gegen Kloten. Das Bulli können wir schon mal gewinnen. Sehr schön durchkommen, zack! Und jetzt doch noch der Schuss, aber leider auch eine Parade. So, kommen die Jungs, sitzen. Machen wir mal in dem ersten Drittel etwas, was man für das Video kann brauchen kann, oder? Und am besten gerade das Goal. Nein, eine Parade! Nicht auf die Seite, das, weil in die Mitte passt. Und jetzt der Pass hinten und da kommt der Schuss und der Goal pariert schon wieder. Oh, was für ein Save von unserem Goalie. Ah, Scheiße. Fuck, noch einmal. Ich habe es gerade gespürt, dass das als Goal geht und da ist es auch. Das 0-1 für Kloten. Ah, jetzt muss ich da rein. Jetzt gibt es einen Kurzpass. Dann gibt es nochmal einen Pass. Und jetzt gibt es den Schuss. Und der ist schlecht gewesen. Ja, schön da mit dem Ganzen. Und jetzt hat's Goal. Komm, jawohl, endlich ist es da. 1-1, yes! Okay. Nein. Hey, was läuft, hey? Kloten spielt mich einfach aus und ich komme nie gegen Führer. Und somit steht es 1-2 für Kloten. Scheiße. Nein. Goalie, danke. Oh mein Gott, was ist das für ein Match heute? Ja, richtig, Bulli gewonnen. Was kommt an zum Haas? Und der Haas macht's, ja, und zählt sie ja, und es zählt. Was für ein Start ins letzte Drittel. Es Ausgleich zum 2-2. Hallo, was bist du für ein Vollpfosten? Jetzt nimmst du noch eine Strafe, jetzt, wo wir den Ausgleich gemacht haben, du Vollpfosten, du Elender. Komm, Junge, komm, gib Gas. Machen wir das Goal in Unterzahl. Machen wir's. Nein, fast, hey. Schade. Nein. 3, nein, Mann. Jetzt macht der andere Hure Idiot noch wieder den Goal und jetzt sind wir schon wieder hinten drin. 2-3 für Kloten. Scheiße, Mann. Schau mal, Kunti, was macht er? Check von hinten. Oh mein Gott, 5 Minuten gibt das. Und er haut gerade noch ab. So ein Feigling, der Kunti. 5 Minuten Unterzahl. Echt, scheiße, Mann. Nein. Komm, Dura, ja. Und jetzt Goal. Ja, da ist es draus. Gleich vom Künzle. Yes, in Unterzahl. 3-3. Yes. Schau mal, in dem Moment, wenn ich muss verteidigen, kommt das scheiß Team wieder hin. Oh, Goalie, danke. Brunner geht auf die Strafbank im dümmsten Moment. Du bist ein Vollidiot, Brunner. Und zweites Goal in Unterzahl. Nein, komm für drei. Nein, scheiße. Nein, Goalie, danke.
Oh, nein! Nein! Was soll das? Was ist das für ein Drecksgoal jetzt für Kloten? Wenn mein eigener Spieler der Goalie behindert, geht die Drecksscheibe noch rein, du. Kommen, Jungs, kommen, Jungs, kommen. Ah. Zu. Ey. Ja! Scheiße, der Schuss war nichts und das war's. Wir verlieren den Match gegen Kloten. Ich denke, das wird ein sauberer Sieg. Aber nein, es war eine saubere Niederlage für Biel. Bitter und beschissen. Machen Sie jetzt aber besser beim Simulieren als ich, wo gespielt habe, Biel. Bitte machen Sie besser. Sehr schön, 3-1 nach dem ersten Drittel. Ambri holt auf, nur noch 3-2. Aber am Schluss gewinnen wir mit 5-2 und das mal sogar mit jenes weniger Schuss. Sehr schöner und wichtiger Sieg. Also 2 Siege, 2 Niederlagen. Wird es am dritten Sieg im Derby gegen Bern. Die Bulli wird wieder gewonnen und dann mache ich einen Scheissfass. Und der Match fährt ja super an, mit einer Strafe gegen den Olofsson. Wow, geiler Start, das wünscht man sich. Komm, komm, nein, 3-3. Oh, Goalie, danke. Aufgepasst, Goalie, gut. Die Checks kommen nicht an. Ich kann oh mein Gott, ey. Was für ein Glück. Erstes Drittel war zum Kotzen, zweites Drittel bis jetzt genau. Und jetzt kommt aber ein Querpass und kein Goal. Auch das ist zum Kotzen, ey. Nein, scheiße, fuck. Nein, Goalie. Oh, er hebt, yes. Und jetzt hat der Pass. Komm schon, Conti. Und jetzt gibt der Querpass. Und jetzt eine Parade vom Goalie. Das gibt's doch nicht. Dann aber jetzt, oh nein, der Gegner ist dazwischen. Komm schon, hey, komm. Aber er ist so langsam. Aber jetzt kommt der Pass und da kommt das Goal. Jawohl, der Hofer mit dem hochverdienten 1-0. Endlich ist es passiert. Wir haben es gebrochen. Das 0-0. Da jetzt dann einfach nicht mehr gegen Kloten. Immer nachdem wir ein Goal gemacht haben, eins kassieren. Ja. Man sagt und was passiert? Das 1-1 ist da, hier nichts können machen. Geil, zum Kotzen die Folge heute. Komm schon, Ina, jawohl. Und jetzt Goal. Jawohl, da ist es. Ratgeb, yes, mit dem 2-1. Achtung. Oh, Goalie, schöner Save. Ich will mal etwas anderes machen auf dieser Seite durch. Aber wenn es klappt. Ah, schade. Letzte Spielminute, Bern greift an, gar nicht gut. Schön, das ist gut gewesen, der Save. Und Bern ohne Goalie darf nein, Goalie. Ah, Führi, so, komm, Conti, mach's. Ja, der Conti macht das Goal in die leere Kiste. 3-1 und das ist Siegsicherung. Ah, letzte paar Sekunden laufen, komm. Nochmal schnell, nein, hey, kann ich tschüss, ich will doch noch weiter ein Goal machen, aber das kommt nicht dazu, denn... Wo ist Sirena? Da ist Sirena. Wir gewinnen den Match. Wir gewinnen das Derby gegen Bern mit 3-1. Die Folge ein bisschen zum Kotzen, aber mit einem wunderschönen Ende. Nämlich mit dem Sieg im Derby. Leider oder doch positiv, es hat auf jeden Fall keine Verschiebung in der Tabelle. Wir sind weiterhin auf Platz 3 nach 35 gespielten Runden. Ich bin richtig zufrieden mit dem Ganzen. Und cool finde ich auch, dass Davos auf den 7. Platz raufgekommen ist. Das ist doch auch eine wunderschöne Sache. Und ebenfalls wäre es wunderschön, wenn dir das Video gefallen hat. Zeig mir doch das auch noch mit einem Daumen nach oben zu dem Video und mit einem Kommentar. Unbedingt kommentieren. Wichtig, denn der Algorithmus muss getriggert werden durch Likes und Kommentare und natürlich durch Abonnieren. Und wenn du mal möchtest live dabei sein, dann folg mir noch auf Twitch. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Für heute war es das. Ich bin draussen und wünsche dir so einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!